Wieder zurück bei einer neuen Folge von Let's Play One Piece Odyssey, liebe Freunde. Nach unserer kleinen Geschichtsstunde in der letzten Folge geht's also heute weiter mit ein kleines bisschen Sidequests und ich nutze mal eben die Gunst der Stunde und wir porten uns mal eben zurück zu Adios Haus hier bei Madame Stoneley. Zwei Punkte haben wir. Sehr schön. Können die sich eigentlich untereinander unterscheiden? So, wir müssen nach Norden. Da ist auch so ein bisschen Sidequesting. Kann ich eigentlich auch schon Richtung Staubruine, ohne vorher mit Adio zu sprechen? Weil da ist nämlich auch noch so eine kleine Nebengeschichte. Das würde ich mir dann danach nochmal anschauen. Ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich die Sidequest da oben ist. Ob wir das auch diese Folge noch machen oder in der nächsten Folge. Aber da beschäftigen wir uns dann zu gegebener Zeit mit. Hab ich doch noch gesehen, dass da was liegt. Ha! So. Wir müssen quasi einmal um Pudding rum. So, ich lasse die Monster gerade mal links liegen, weil so dringend müssen wir nicht kämpfen. Nee, weißt du, du kannst mich mal. So, wir müssen gleich auf Chopper wechseln. Ich hoffe, da oben ist auch ein Schnellreisepunkt. Aber ich denke doch mal, oder? So. Negativsamen. Hier ist ein Speicherpunkt auf jeden Fall. Da hinten sehe ich einen. Sehr schön. Und ich glaube, da hinten war auch die Sidequest gewesen. Hallo? So. So. Hier lag noch irgendwo etwas. Ja, auf jeden Fall. Aber hier lag noch irgendwo etwas. Tue ich mich jetzt? Okay. So, Punkt auf der Karte markiert. Dann hat der Sanji noch etwas gefunden. Ah. Walross Eispanzer. Mhm. Nice. So, ja, schon wieder eine Sidequest von einem von den Joysern. Mal gucken, was möchte der? Drei. Sie sagt, ich kann ihn einfach nicht finden. Wo ist dieses wunderschöne Ding nur hin? Sollen wir mit diesem Joyser reden? Ja, machen wir. Hm, wer seid ihr? Was ist das? Hey. Zu spät. Ich komme viel zu spät. Moment mal, diese Aura. Hast du irgendeinen kleinen Würfel? Du bist dann da. Du meinst einen Jaja-Würfel? Den habe ich. Meine Güte, das habe ich mir gedacht. Könntest du ihn mir vielleicht geben? Ich liebe Jaja-Würfel. Jetzt wissen wir auch, warum wir diese Jaja-Würfel immer gesammelt haben. Das hat sie gesagt. Was soll ich machen, Ruffy? Okay, klar. In Ordnung, dann gibt es im Gegenzug was Schönes dafür. Frostelement-Schmuck erhalten. Du kannst ihn später gerne anprobieren. Und falls ihr später noch einen Jaja-Würfel findet, bringt ihn mir bitte. Wenn ihr mir welche bringt, bekommt ihr im Gegenzug von mir etwas Wunderbares. Das hat sie gesagt. Was sollen wir machen? Naja, für uns sind sie wertlos. Also können wir sie auch mitnehmen, wenn wir welche finden. Okay. Ich bin Madame Trade. Dieser Name. Wenn ihr mich braucht, ich bin hier. Kommt zurück, wenn ihr 8 Jaja-Würfel gesammelt habt. Alles klar. Wow, 10.000 Berry. Okay, nice. Bananenkugel-Pastete. Okay. Ja, wir haben doch 8 Stück, meine ich, ne? Ah, wie schön. Willkommen. Ich sehe, habt ihr mehr Jaja-Würfel gesammelt. Ja, die sollten reichen. Meine Güte, ihr habt 8 gesammelt. Dann tausche ich sie, wie versprochen, gegen etwas Schönes ein. Es warten noch viele Jaja-Würfel darauf, gefunden zu werden. Sammelt erstmal 5 Stück für mich. Okay. So, ja, haben wir doch wahrscheinlich auch. Meine Güte, ich dachte, ich hätte einen Jaja-Würfel gespürt, aber wart ihr es?
Wenn ihr ihn mir gebt, bekommt ihr im Gegenzug ein Geschenk von mir. Das hat sie gerade gesagt. Was willst du tun? Ja, sie kriegt ihn. Meine Güte, danke. Ja, Würfel sind so hübsch. Und das hier ist für euch. Bringt mir mehr Würfel, ja? Als nächstes hätte ich gerne 5. Das ist doch kein Wunschkonzert hier. So, Würfel sammelt 3. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich noch habe. Meine Güte, ihr habt noch mehr Würfel dabei. Was wollt ihr machen? Wollt ihr sie gegen ein Geschenk eintauschen? Ja, bitte. Okay, verstanden. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Kommt wieder vorbei, wenn ihr 5 Würfel gesammelt habt. Yo, einfach mal hier alles fett dealen und so weiter. Kommandant Kreiselschnecken Carbonara. Mhm. Meine Güte, ihr habt ja noch mehr Würfel dabei. Was wollt ihr machen? Gebt ihr sie mir? Ja, klar. Gute Antwort, hier ist euer Geschenk. Dann sammelt bitte noch mehr Würfel für mich. Bringt mir nächstes Mal 5. Zur Abwechslung. Bronze-Fledermaus-Suppe. Okay. Wir haben keine 5 mehr, ne? Sonst hätten wir direkt schon wieder eine Meldung bekommen. Warte mal, Gegenstände. Wo sind die eigentlich? Hier nicht, ne? Wo sind denn die Jaja-Würfel? Ach, hier. 4. Okay, einer fehlt uns noch. Alles klärchen. Okay. Dann, haben wir das. Jäuserreise bei Madame Trade, bei Madame Stoneley. Wir gehen nochmal ihres Haus zurück. Und ich weiß, dass, versuchen wir mit ihm zu kommunizieren eigentlich? Ich weiß, dass da, wo die dritte Sidequest ist, quasi auch noch so ein Schnellreisepunkt gewesen ist. Ich speichere mal kurz. Wahrscheinlich ist da auch wieder einer von den Jäusern. Ich weiß aber nicht, was kann ich denn noch tauschen? Ich habe Würfel, ich habe diese Tafeln. So, ich warte nochmal damit, ihn anzuquatschen. Na, Entschuldigung. Hab schon mal eins gehabt. Achso, ja. Warte. Walross Eispanzer. So. Mein Chopper rüber. So. Ah, hier brauchen wir erstmal Zorro. So. Nice. Und da ist noch eine Special-Truhe. Kriegen wir jetzt vielleicht diesen Special-Schlüssel? Bin sehr gespannt. Das wäre irgendwie sehr nice. Jäuser. Madame Julie? Was hat ein Jäuser hier verloren? Er sieht ängstlich aus. Wollen wir mit ihm reden? Ja. Hey, was ist los? Menschen in meinem Geheimversteck. Oh, was für ein süßer kleiner Waschbär. Nein, ich bin kein Waschbär. Ich bin Chopper, ein Rentier. Wirklich? Ich bin Madame Julie. Ich bin eine erstklassige Designerin. Nein, eine erstklassige Jäuser. Egal, ob es um Edelsteine oder Herstellung von Objekten geht. Ich kann alles. Das hat sie gesagt. Was zum Henker ist eine Jäuser? Um welches Problem hat diese erstklassige Designerin? Ich brauche dringend neue Inspiration. Inspiration also, hm? Madame, wie niedlich. Ja, die mit den schwarzen Haaren. Meinst du mich? Wie kann ich helfen? Du strahlst richtig. Du sprühst quasi vor Kreativität. Vielleicht hast du das Talent, etwas Wundervolles herzustellen. Wärst du so nett und würdest etwas verschmelzen? Willst du das ausprobieren, Robin? Ja, das klingt nach einer guten Idee. Für den Anfang solltest du versuchen, ein Accessoire mit 2 Fähigkeiten anzufertigen. Alles klar. Und jetzt lasse ich mich von deiner Kreation inspirieren. Krokodurian. Okay, haben wir das nicht schon gemacht? Ja, haben wir schon gemacht. Ich bin fertig. Was hältst du davon, Madame? Was zum Teufel ist das? Das sieht ja unheimlich aus. Jai. Was ist passiert? Ist sie erstarrt oder so? Geht es dir gut, Madame? Ja. Ja, ich sah!
Was ist denn los, Madame? Ich habe noch nie so ein herrliches Accessoire gesehen. Du bist talentiert, ja, außergewöhnlich talentiert sogar. Ich wusste doch, dass ich mich in dir nicht täusche. Du bist jetzt mein Lehrling Nummer 1. Wirklich? Ich fühle mich geirrt. Einfach wow. Hier, das bekommt ihr zurück. Schließlich hast du es hergestellt. Wie niedlich. Yo, nice. Okay, Ziel abgeschlossen. Robin und ihre Anhänger, ihr habt euer Versprechen gehalten. Ich habe das Gefühl, als würde sie sich eigentlich nur über Robin freuen. Die muss sie wirklich mögen. Naja, sie hat sie ja ihren Lehrling Nummer 1 genannt. Das freut mich für dich, Robin. Ja, es ist meine Ehre. Hast du gerade Zeit? Können wir uns unterhalten? Na klar, warum nicht? Oh, danke schön. Ich weiß, dein letztes Werk ist noch nicht lange her, aber ich möchte, dass du noch ein Accessoire herstellst, Robin. Hast du denn Lust, Robin? Oh ja, sehr, aber... Ist das auch in Ordnung, Ruffy? Ja, klar, ich habe keine Einwände. Danke dir, Ruffy. Gut, ich habe die Erlaubnis des Kapitäns. Jetzt kann ich dir gerne helfen. Du bist so hilfsbereit, mein Robinchen. Wie eine Nymphe aus dem Himmel. Kannst du dieses Mal ein Accessoire mit 3 Fähigkeiten herstellen? In Ordnung, dann mache ich mich ans Werk. Okay, können wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich möchte diese Kiste aufmachen. Okay, alles klar. Dann, ja, sonst haben wir erstmal hier keine Sidequests mehr auf der Karte. Achso. Adios, Haus. Ich habe das Gefühl, die wollen miteinander kommunizieren. Was mir allerdings noch so ein bisschen fehlt hier auf der Karte, ist ein Joyser Shop, wenn ich ehrlich bin. Den haben wir nämlich hier nicht. Nirgendwo. Okay, ich speichere nochmal ganz kurz, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem Staubtempel. So. Alright. Dann Adio, es geht los. Moment, ich muss das Item davon nochmal eben aufsammeln. Ein Unglückskraut. Hallo, seid ihr soweit? Wir sind startklar. Okay, dann mal los. Der nächste Koloss ist in den Staubruinen. Warte, Adio. Was ist das? Kyozou-no-igasho. Anta, wie hast du das gefunden? 簡単なことだ。場所の目星はついていたんだが、今までは入る鍵がなかったのさ。都合よく鍵が見つかったってのか。どうも話ができすぎてねえか。In der Hinsicht sind Sanji und Zoro immer so einer Meinung. Wenn einer einen verdächtigt, verdächtigt der andere den auch sofort. そうでもねえぜ。イカズチの巨像が落とした赤い玉があった。あれこそが鍵だったのさ。 納得できたなら行こうか。次の巨像がいる砂塵の遺構へ。 Adio ist der Gruppe beigetreten. Okay. Begib dich zu den Staubruinen. Ja, da wir ja momentan hier nicht weiterkommen, sehen wir doch mal, ob wir da was machen können. Okay. Wir waren ja hier schon mal, allerdings konnten wir bislang nie weitergehen, weil das Staubschild es beschützt hat. Praktisch. So sehr unhandlich, dieser Schlüssel. Erkunde die Staubruinen. Das machen wir. Diese Kugel ist erst der Schlüssel, um die Barriere zu durchbrechen. Bei den Gewitterwolkenruinen stand das Leichepodest. Diese sieht aber kaputt aus. Nur diese Kugel kommen wir wohl nicht rein. Ja,
Ja, würde ich sagen, auf geht's. Oh, wow. Sieht aber schon sehr nice aus. Hat so ein bisschen was von Alabaster wieder. Erkunde die Staubruinen. Machen wir. Wir... Wir speichern erstmal. So, Adio auch mit dabei. So, und wir müssen da runter, aber erstmal natürlich hier. Was hier? Sana. Alles klar. Da hinten sehe ich noch ein Würfelfragment. Apropos, wir müssen natürlich wieder die Augen aufhalten. Nach Würfelfragmenten. Und bevor ich jetzt da runtergehe, da soll ich nämlich hin. Werde ich erstmal schauen, dass wir. Oh. Ein bisschen aufräumen. So, 10.000 Berry. Blaues Pfefferkorn. So, Ruffys Würfelfragment. Wie ist das da eigentlich? Also, wie hat das da eigentlich geklebt, frage ich mich. Was? Nanda Koko? Irgendein großer Mechanismus, wie mir scheint. Wow, was ist das denn? Das sieht wie ein Zahnrad aus. Bewegt es sich? Könnte sein, aber ich sehe hier kein Gerät, das es bewegen könnte. Wahrscheinlich muss ich das irgendwie in Gang setzen. Könnte ich mir vorstellen. Na gut. Vielleicht muss ich auch erst die Vorschau triggern, damit ich hier was machen kann. Könnte ich mir auch vorstellen. Machen wir das mal. Tsuitaze. Sajin no iko da. ここの結界は見りゃわかるよな。またかよ。流砂はアラバスタで見飽きたぜ。サンディ砂漠の流星規模は小さいけど、それより流れは速いみたい。脅威の度合いとしては5部かしら。そうだ。いい考えがある。 Oh nein, wenn Ruffy eine Idee hatte, ist es nicht so gut. なんだルフィ、なんか思いついたのか? Nein, ich habe Angst, wenn Ruffy Ideen hat. Ich habe Angst. リムなら小屋に戻ればいるはずだ。おい、リムに会ってどうすんだよ。俺たちに教えろよ。シッシッシ、秘密だ。 Ich habe eine Vermutung, was er für eine Idee hat. Meine Vermutung ist, ob wir Lim jetzt dazu bewegen können, diesen Krebs, den wir ja da drüben benutzt haben, nach hierhin zu transferieren. Glaube ich. Ich weiß es natürlich nicht. Aber wir werden es sicherlich rausfinden. So. Man kann nicht oft genug speichern. Gut, dann schauen wir doch mal. Lim soll bei der Hütte sein. Na, Robin. Luffy war Lim no tokoro ni itte. Nani suru tsumori nan da? Sa, nani kashira ne? Oh, zurui zo, Robin. Sono kanji, mou wakatteru daro. Ja, ich glaube, sie riecht den Braten auch schon. Sore ja... リューサを超えるために思い出の世界から連れてくるっていうの? Es ist so wie ich dachte, er will den Krebs nach hierhin holen. おもしれだろ? ある程度のものや動物くらいであれば持ち出すことは可能よ. まとめて、どういうことだよ? 思い出の中から何か持ち出すってのか? いや、そもそも思い出の中から持ち出すなんてことができるのか? キューブに変えることで持ち出せるようになるの。
ものによっては持ち出しておける時間に制限はあるけど。じゃあ大丈夫だな。よし、行くぞ。Adio hat die Gruppe verlassen. Der hat auch keinen Bock mehr darauf. Hikkoshi-Klubu zurete iku da to? Ah, ii kangai daro. Ja, schön. Wir sind wieder in Alabasta. Gut. Hikkoshi-Klubu nara. カニカニポートの看板のところに行けば会えるはずだぞ。また砂漠へ行くのね。Ach Mensch, ja? Lange nicht mehr hier gewesen, wa? Warte mal, okay, hier gibt's eine neue Sidequest. Hier, da ist ein komisches, was ist das Handshake-Symbol? Verbindungsereignis. Ah, schon, das ist ja dieses Hysteria. Neue Dinge, die also gekommen sind. Aber keine neuen Items in Kisten. Das ist natürlich, das ist wiederum sehr enttäuschend. Dann würde ich sagen, Sidequests etc. pp. Ich gehe nochmal speichern. Beziehungsweise ich mache Folgendes. Da es heute die letzte Folge wieder ist, ich muss gleich noch in den Stream, Freunde. Würde ich mir noch mal eben schauen, ob wir hier noch mal ein paar neue Steckbriefe haben, speichern, dann die Folge für heute beenden und alles weitere machen wir dann beim nächsten Mal. So. Jawohl, Landkarate Rikaon. Aus der Weltwirtschaftszeitung. Noch ein großes Loch in der Mauer des Königspalasts. Der Name Jinbei stand daneben. Oh, Jinbei, der Ritter der Meere. Ist das eine Falle für die sieben Samurai der Meere? Ist Rikaon wieder der Übeltäter? Er wurde als Anführer der Kung-Fu-Robben auf dem Platz vor dem Grabmal der Königin Abana gesehen. Aussage eines Opfers. Schmierereien am Königspalast? Das ist ja nicht zu fassen. Chaka ist auch sauer. Natürlich steckt dieser Rikaon dahinter. Jinbei von den sieben Samurai der Meere würde so etwas Widerwärtiges niemals tun. Ganz schön mutig, meinen frühen Samurai anzulegen. Okay, schade, dass sie vertont ist. Die Millionen Berry. Naja, gut, okay. Etwas mehr als für die anderen. Domteur Moji hat 3,8 gehabt. Naja, gut. Ist überschaubar, ne? Gut. So. Dann einmal speichern. So, könnt ihr mal Vivi besuchen gehen. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, auch heute wieder danke fürs Zusehen. Ein kleines bisschen kürzer heute die Folge. 23 Minütchen haben wir jetzt auf der Uhr. Ja, aber wir hatten ja zuletzt auch einige Folgen, die über eine halbe Stunde, knapp 40 Minuten gingen. Ich glaube, das ist dann schon okay. Na? Weil wenn ich jetzt irgendwas Neues anfange, dann sind wir wieder nachher sofort bei einer halben Stunde. Und ich möchte nicht während einer Nebenmission unterbrechen. Das finde ich ein bisschen blöd. Ja. Also, nächste Folge geht's dann weiter. Wir werden dann hier die Sidequest noch erledigen. Wir werden das Hysteria erledigen. Und dann je nachdem mal schauen, wie weit wir sind. Vielleicht gibt's auch noch das eine oder andere, was wir zusätzlich noch erledigen können. Schauen wir mal. Bis dahin, auch heute. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns. Adios, amigos. Und ciao, ciao.